Was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen, World 2 in das Gamer am Start. Und in diesem Video habe ich mal wieder ein neues Red Dead Redemption 2 Video für euch. Und zwar möchte ich euch heute zeigen, wie ihr eine spezielle Version des Lanchester Repetiergewehrs bekommen könnt und das komplett kostenlos. Aber ich würde sagen, lasst uns direkt mit dem Video beginnen. Und zwar müsst ihr euch jetzt erst einmal zur Stadt Rhodes begeben und dann kommt ihr dort zum Waffenladen bzw. zum Büchsenmacher. Die genaue Kartenlocation könnt ihr hier gerade schon im Hintergrund sehen. Seid ihr hier nun angekommen, dann solltet ihr euch jetzt nun erst einmal zur Seite des Hauses begeben, genauso wie ich das hier in diesem Video gemacht habe, und dann werdet ihr merken, dass euch jemand aus dem Keller dieses Hauses anspricht und euch um Hilfe bittet. Denn diese Person wird hier in diesem Keller vom Büchsenmacher gefangen gehalten und ihr sollt diese jetzt nun befreien bzw. dieser zur Flucht verhelfen. Und genau das müsst ihr jetzt nun auch machen und deshalb betretet ihr jetzt als allererstes mal den Waffenladen. Seid ihr nun im Waffenladen angekommen, dann haltet ihr jetzt nun die L2-Taste gedrückt, um mit dem Büchsenmacher zu interagieren, und dann drückt ihr die R2-Taste, um auf ihn zu zielen. Und sobald ihr jetzt nun auf ihn zielt, müsst ihr die Pfeiltaste nach oben drücken, damit er euch nun seinen Keller zeigt. Und ja, wenn ihr dies jetzt nun gemacht habt, dann lauft ihr ihm jetzt nun hinterher, bis ihr im Keller unten angekommen seid. Im Keller werdet ihr jetzt nun den Gefangenen finden und nun habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder tötet ihr den Büchsenmacher oder ihr verschont ihn. Wenn ihr ihn aber tötet, dann könnt ihr gleich auch noch seinen Laden ausrauben. Und wenn ihr den Büchsenmacher an dieser Stelle tötet, wird eure Ehre da auch nicht runtergehen. Ich habe ihn deshalb außerdem dann auch getötet und weil ich dann noch seinen Laden da oben ausräumen wollte. Und ja, Freunde, wenn ihr jetzt nun eure Entscheidung getroffen habt, dann könnt ihr jetzt nun den armen Menschen befreien, indem ihr seine Ketten am Fuß durchschießt. Habt ihr das jetzt nun gemacht, dann könnt ihr euch jetzt nun auch schon das Gewehr hier im Keller aus dem Koffer holen, genauso wie ich das hier in diesem Video gemacht habe, und schon gehört diese spezielle Version des Gewehres euch. Außerdem findet ihr hier auch noch neben dem Koffer eine Schatulle, in der sich etwas Geld drin befindet, welches ihr ebenfalls mitnehmen könnt. Und zu guter Letzt könnt ihr dann oben noch den Laden ausrauben, falls ihr das wollt, aber wenn ihr das macht, dann wird eure Ehre im Spiel sinken. So, ich wünsche euch jetzt nun viel Spaß mit diesem Gewehr und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall einen Like da. Und wenn du gerade hier neu auf meinem Kanal sein solltest, dann kannst du mich jetzt auch gerne kostenlos abonnieren und nicht zu vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du in Zukunft wirklich nichts mehr in Red Dead Redemption 2 und nichts mehr in GTA Online. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Haut da rein und ciao.